Als weitere Diagnostik ist eine sogenannte SPECT-CT, eine Untersuchung mit einer Computertomographie, also einer Röntgenschichtung und gleichzeitig einer szintigraphischen Untersuchung, ein wichtiger Bestandteil der Diagnostik, um eine Therapieentscheidung treffen zu können. Die SPECT-CT in diesem Fall zeigt eine Knochenveränderung mit Löchern, also Zysten im Knochen, die gleichzeitig eine starke Knochensignalveränderung in der Szintigraphie, in der radioaktiven Untersuchung macht. Dies hilft uns in der Unterscheidung, welche Veränderungen relevant sind für die klinische Symptomatik des Patienten, damit man hier eine möglichst gezielte und minimalisierte Operation oder auch Therapie durchführen kann.